Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Zum Wrestling. Mit eurer Slidebox. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Ja klar, easy. Der Kopf ist doch mit. Randa. Hübscher fliegender Kopf den Move von Patrick. Patrick kommt einfach zu nah an das Metallmonster. Patrick kommt einfach zu nah an das Metallmonster. Wollte ich gar nicht, aber ja, okay. Naja, kannst nicht machen, wenn du halt permanent mit der Arschbombe am Boden hängen bleibst. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Nee, das ist mein Kopf. Ich geh nach Hause. Wow, so ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Hui. Hi. Springen und schlage auf den Kopf halt. Der alte Wäscheleine muss. Aua. An dieser Stelle ist der Roboter verwundbar. Mal sehen, ob SpongeBob sich darauf stürzt. Oh, was für ein Aufwärtshaken. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich da davon wegkomme. Ouch, das tut halt weh. Wie mache ich das denn? Juhu, das war lustig. Du bist dran. Naja, immerhin bin ich an der dritten Phase. Ich bleibe da. Diese kleinen, unbedeutenden Tipps vom Sprecher. Wer hört denn auf den Sprecher? Ach, easy. Brauche ich es nicht mehr. Guckt euch das an. Spling! Der alte Wäscheleine-Move. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Was für ein Aufwärtshaken. Autsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Klasse Aktion von SpongeBob. Das Match ist so gut wie beendet. Ja, das ist es tatsächlich. Wir sehen das! Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch! Nur hier im Poseidon! Ich bin ein Tier! Also das war doch mal ein Kampf! Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny! Eine neue Kraft, das Blasenbowling! Doch warte, da ist noch mehr! Ein goldener Pfannenwender! Sweet. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Okay, der Poseidon ist schon witzig. Ich fand den wirklich gut gemacht gerade. Hey, Plankton. Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Ja, das ist eine gute Frage. Tun Sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was? Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboter-Hauptquartier steht. Wichtig. $5.32. Die sind sehr wichtig. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein. Nein, nicht wirklich. Siehst du? Genau. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Nice. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Easy.
Nicht nachdenken, beste Sache. Aber hier ist Bikini Button und jetzt ist der Bereich hier frei dafür. Aber ich kann das Blasenbohlen jetzt machen. Also, dadurch jetzt das Blasenbohlen machen kann, müssen wir eins tun, liebe Leute. Wir müssen hier nochmal hingehen. Denn hier gab es eine Attraktion fürs Blasenbohlen. Und ich hätte gern gewusst, wie Blasenbohlen geht und möchte gerne auch mal diese Kraft einsetzen. Und was gibt's Besseres, als das gleich auszuprobieren? Oh fuck. Ein lebendes Objekt wollte ich schon sagen. Nee, hier unten. Als direkt Ort. Was ist jetzt das Blasenbohlen? Ich kann doch Blasenbohlen. Ich soll das doch jetzt können. Wie mache ich das? Drück alle Knöpfe. Ich weiß nicht, wie Blasenbohlen geht. Wo lerne ich das? Muss ich mit Kumpel Blase sprechen? Hi Dennis! Ich muss doch irgendwo jetzt Blasenbohlen lernen. Also ich kann es jetzt angeblich, aber wo wird mir beigebracht, was ich tun muss? Das ist mal Kumpelblase. Der Kumpelblase ist nicht hier. Beruhigt mich. Alles klar, Bärtorte. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Danke für den Host, für den Raid. Lol, weil ich draufgeschaut habe. Habe ich jetzt länger B gedrückt und das passiert. Es gab kein Tutorial dazu. Ich habe es jetzt rausgefunden von alleine. Naja, machen wir das mal gerade. Einfach länger B drücken. Es hieß nur, ich kann es auf einmal und das war's. Dragon Ball Wolf. So, hey, du kannst jetzt Blasenbohlen. Ja, nice. Und weiter? So. Schön, dass ich das kann. Okay, 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 okay. Was muss ich denn hier machen? Ich kann das Blasenbohlen. Und jetzt? Wo muss ich denn hier einlaufen? Hin muss, ganz hinten Mitte. Normalerweise willst du ja immer da in die Mitte. Ganz hinten Mitte, okay. Let's try. Der Stream hat gesagt, der Spiel ist ab, der ist ab 18. Richtig, weil wir zwischendurch zwei Deutlichkeiten rausrutschen. Darum ist der Stream ab 18, auch wenn das Spiel vielleicht für Jüngere geeignet ist. Geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen im Mund. Lass sie gut aus. Ah, mag ich ihn, ey. Er will mich doch trollen. Ah! Oh. Da, 50.
Hä? Ich war hinten drinne, Mensch. Was denn noch? Mehr geht nicht als hinten drinne. Das ist sehr unbefriedigend. Seht ihr? Nochmal hinten eingeloggt. Ich mach das gleich dreimal. Ah, Mitte. Alles klar. So, ist das jetzt einfach nur so just for fun, oder? Warum soll ich das können? Ich hab da überall jetzt reingeschmissen. Muss ich jedes Loch einmal mitgenommen haben, oder was? Alle Neune! Ja, aber... Okay, wir nehmen jetzt einfach mal jedes Loch noch mit. Ein Schelm, der Schlimmes denkt. Darf mir sowas unterbitten, ja? Ich bin ein ehrenvoller Mann. Oh nein, der war drin. Ein ehrenvoller Mann, ja? Tu keine schmutzigen Dinge. Okay. Okay, der war hinten drin. Alles da. So sind alle 50 da hinten. Wenn der jetzt reingegangen wäre, hätte ich gelacht. Unerwartet gewesen. Ach komm! Der zweite Durchgang hat mehr Spaß. Das ist richtig. Ah, du blöde Blasenkugel! Die Jesse hat fleißig aufgepasst, was Groß angeht. So, ich war in jedem verdammten Loch drin. Was willst du denn jetzt noch? Was willst du noch von mir, Spiel? Kann das jetzt nur spielen? Das ist nur Minigame. Ohne Gewinne. Alleine. Bin sehr enttäuscht. Bin sehr enttäuscht, wir gehen jetzt. Nein. Ja. Versuch mal alle 5. Ich habe schon alle Löcher mitgenommen. Ja, dieses Minispiel hat sehr viel Potenzial für sehr viele Codes. Ich weiß. Ich hatte sogar, es sind ja nicht nur 5. Also ich hatte schon alle 5 mitgenommen. Oh nice, ich kann mir jetzt SpongeBob-Ball werden. Eine Runde Schwammball? Oh nice, zum Altersheim beitreten, betreten. Da bin ich jetzt schon, ich bin noch etwas zu jung fürs Altersheim. Ich bin noch zu jung dafür. Doch jung, wow, und hübsch. Mehr Jungfraumann und Blaubauschbube, meine Helden. Schießt mich mit einem Wasserball ab. Schießt mich ab. Sweet. So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ja, Rente verdient. Ist das der Fernsehtechniker? Ja. Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Alter, der hat aber auch einen Zinken, ey. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Wahrscheinlich. Mehr, Jungfrau Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Klar. Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Logo! Absolut, Blaubauschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns. Ist schon Puddingabend? Oh, Pudding. Nice. Irgendwas versteckt, ne? Die Tickies hängen einfach nur so. Schenke öffnen ist klasse. Oh.
Geh zum Sofa. So hübsch. Ich halte nicht aus. Ah, sehr schön. Hier läuft SpongeBob unerwarteterweise. Ist das Telefon? Da ist das Telefon. Aber ich bin noch beim Sofa. Ich bin noch beim Sofa. Ist das schon wie? Wart ihr nicht zum Sofa? Hab ich irgendwas verpasst? Komme ich hier vielleicht noch nicht hin? Ich glaube, bei Sandys Kumpel fand ich die Level gut, wenn ich mich erinnere. Keine Ahnung, ich habe das Spiel halt nie gespielt. Bin ich doof? Ist das schon wieder der Junge, der den Fernseher... Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen und... Vielleicht kann ich da jetzt noch gar nicht hin. Ist das, sehe ich das richtig? Heldenhöhle? Scheint so. Ich bin raus in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.